Hallo und herzlich willkommen. Wer den Titel aufmerksam gelesen hat, weiß, dass es im heutigen Video darum gehen soll, ob sich die T12 Minions, welche man bei Bulwar in den Raven Mines kaufen kann, überhaupt lohnen. Wobei man eigentlich schon vorweg sagen kann, dass natürlich klar ist, dass Minions mit besserem Speed sich irgendwann lohnen. Die Frage ist nur, wann ist dieser Punkt erreicht? Um das herauszufinden, habe ich alle 10 Minions, die Bulwar im Angebot hat, mit den Level 11 Varianten verglichen. Wie man in dieser wunderschönen Tabelle erkennen kann, habe ich dafür zunächst einmal für jeden Minion die Action Time notiert und wie viele Items der Minion überhaupt bekommt, wenn er einen Block abbaut, da beispielsweise Lapis oder Mithril Minions nicht nur ein Item bekommen. In den nächsten Spalten habe ich den momentanen Wert der Items notiert, weswegen natürlich klar ist, dass die Werte von verschiedenen Items ständig schwanken können und somit auch das gesamte Ergebnis ein komplett anderes wäre, aber wir wollen ja genau jetzt wissen, ob sich die T12 Minions lohnen. In den drei darauf folgenden Spalten habe ich drei verschiedene Minion Setups berücksichtigt, da man ja verschiedene Speed Upgrades in die Minions packen kann. Die Prozente dahinter stehen dabei für den Boost. Bei dem normalen Setup bin ich von einem enchanteten Lava-Eimer, einem Minion-Expander und einem Mithril Crystal ausgegangen, wodurch ich dort auf 40% komme. Bei dem besseren Setup bin ich von einem Plasma-Eimer, einem Flycatcher, einem Mithril Crystal und einem Beacon 3 Boost ausgegangen, womit ich hier auf 71% komme. Und bei dem Sweat-Setup habe ich einen Hyper-Catalyst angenommen, welcher 300% Speed-Boost entspricht, dann noch zwei Flycatcher, wieder den Mithril Crystal, einen Beacon 5 Boost, womit ich dann insgesamt hier auf 360% komme. Bei den Prozenten muss ich aber anmerken, dass diese aber von den tatsächlichen Werten im Spiel abweichen können, da ich hier die Prozente einfach aufaddiert habe. Aber im Spiel scheinen die Prozente etwas anders gerechnet zu werden und der Boost von dem Beacon ist momentan auch noch etwas seltsam, denn obwohl ich nur ein Beacon 1 habe, wird mein Minion rechnerisch um mehr als 10% geboostet, ohne irgendwelche anderen Minion-Upgrades. Doch kommen wir zurück zur Tabelle. Mit den jeweiligen Prozenten des Setups habe ich dann die Action Time für alle Minions berechnet. Anschließend habe ich für jedes Setup und für jeden Minion ausgerechnet, wie viel Profit man in 24 Stunden machen würde. Dafür habe ich die Action Time mal 2 genommen, da die Minions nur bei jeder zweiten Aktion einen Block abbauen und die 86.400 stehen für die Sekunden, die ein Tag hat, damit ich weiß, wie viele Aktionen der Minion pro Tag macht. Und das wird dann einfach mit der Anzahl der Minions, welche der Minion abbaut und mit dem Wert der Items multipliziert. Wie man dabei erkennen kann, macht man mit den T12 Minions natürlich etwas mehr Gewinn und die besseren Setups geben natürlich auch mehr Coins pro Tag. Aber da wir bei dem Sweat Setup ja Hyperkatalysten verwenden, die nur 6 Stunden halten, habe ich in der letzten Spalte noch ausgerechnet, wie viel Gewinn wir unter Berücksichtigung der Kosten für die Hyperkatalysten wirklich machen würden. Und wie man sehen kann, würde man wirklich mit jedem Minion Verlust machen, wenn man Hyperkatalysten verwendet. Um nun zu klären, wann sich die T12 Minions auszahlen, habe ich dann erst einmal in der Tabelle die Kosten für den T12 Minion berechnet, jedoch ohne die Kosten, die man schon allein für den T11 Minion hatte. Die Kosten ergeben sich dabei aus den 2 Millionen Coins, die man immer zahlen muss und den Kosten für die Items, die Bulwar noch zusätzlich haben will. Und wie bereits erwähnt, sieht man hier beispielsweise deutlich, dass Mithril momentan noch komplett overpriced ist, was halt daran liegt, dass noch relativ neu ist und ich denke mal in Zukunft sollten die Kosten von dem Minion auch deutlich unter die 10 Millionen Coin Marke fallen. In den drei darauffolgenden Spalten habe ich einmal den Profit ausgerechnet, den ein T12 Minion im Vergleich zu einem T11 Minion pro Tag mehr machen würde mit den jeweiligen Setups. Dafür habe ich einfach die Werte aus der vorherigen Tabelle für die Minions miteinander subtrahiert. Und um nun endlich auf die Dauer zu kommen, bis man die Investitionskosten für die Minions wieder drin hat, habe ich die Gesamtkosten durch den Mehrprofit der T12 Minions geteilt, womit ich in diesen Spalten dann die Anzahl der Tage erhalte, bis man die Kosten wieder drin hat. An sich hätte ich die Spalte mit dem Sweat Setup auch weglassen können, da dieses ja von vornherein Verlust macht wegen den Hyperkatalystenkosten, aber um zu sehen, ob es sich mit einem schnelleren Setup mehr lohnen würde, den T12 Minion zu kaufen, habe ich es drin gelassen. Und wie man sehen kann, ist das nicht wirklich der Fall, da selbst wenn man davon ausgehen würde, dass man nichts für die Hyperkatalysten bezahlen muss, würde der erste Minion sich erst nach 105 Tagen rentieren. Aber insgesamt kann man sagen, dass der Cobblestone Minion sich am schnellsten rentiert und bei den anderen Minions dauert es ohne das Sweat Setup schon mindestens 1,5 Jahre, bis sich dort ein Minion rentieren würde. Womit man also sagen kann, um Coins zu machen, lohnen sich T12 Minions momentan absolut nicht. Aber vielleicht könnte es in Zukunft doch sinnvoll sein, sich T12 Minions zu holen, falls noch für andere Minions T12 Versionen ins Spiel eingefügt werden.
Denn derzeit kann man 593 Unique Minions craften und wenn man 600 Unique Minions erreichen kann, schaltet man einen neuen Minion-Slot frei. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch schon ein T12 Minion geholt habt oder ob ihr vorhabt, euch welche in Zukunft zu holen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!